Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, lieber Fisch, zu deiner Dezember-Energie 2022. Jetzt gleich mal ein riesiges Geständnis an euch, liebe Fische. Ihr wart die Ersten, die ich gezogen habe. Ihr seid die Ersten, die ich gemacht habe. Danach kam die Waage. Und in der Waage beziehe ich mich auf eure Legung. Und während der Waage geht mir die Speicherkarte voll. Und was habe ich dummbatz gemacht? Ich habe die ganze Fischlegung gelöscht. Jetzt muss ich sie nochmal machen. Also jetzt stimmt der Bezug natürlich nicht mehr, den ich bei der Waage erzähle. Aber es ist aber auch so gelegen. Also, und es kommt immer was Ähnliches raus. Folgedessen sehe ich das jetzt gar nicht so schlimm. Aber nur, dass ihr wisst, was ich hier für Dummkopf bin. Ja, ab und zu mache ich nur Unsinn. So, lieber Fisch, wir fangen von vorne an. Hauptlegung legen wir hier drauf. Bei dir im Dezember geht es um Liebe. So, und ob das jetzt glaubst oder nicht. In der ersten Legung lag hier Freizeit, relaxen. Und die Liebe ist ein großes Thema in der ganzen Legung gewesen. Jetzt sagt es, geht es um Liebe. Also, alles gut. Ich sage, es ist sowieso immer alles ähnlich. Und ich habe jetzt sogar, ja, weil ich den ja erst gemacht habe, weiß ich den ja noch, bin da sogar ein bisschen klüger, weil ich jetzt praktisch zwei Legungen habe zum Deuten. So, Liebe, aktiver Geldfluss, Wissen erlangen. Das war vorher dagelegen, nur dass du es weißt. Da kommt wieder die Freizeit, die vorher dagelegen ist. Ach, ich finde das jetzt lustig. Also, du erfährst etwas, wo du wirklich lange Zeit in die Erholung kommst, ins Relaxen kommst, ins Runterfahren kommst. Und das ist doch was Schönes mit deinem Heim und ein neues Leben. Also das ist doch schon mal sehr schön. Dann haben wir Glaubenssätze, die lagen vorher hier. Abschied der Glaubenssätze, jawohl. Weil die Wahrheit ans Licht kommt und auch deine Sorgen, die lagen vorher da. Nur zur Info, ich sag das nur. Ich habe es nämlich erst jetzt vor einer halben Stunde gelegt, dann weiß ich das alles noch. Start lag hier. Jetzt beginnt nämlich hier etwas Neues. Für lange Zeit, da lag die Mutter, nicht der Vater. Und hat auch mit deiner Arbeit und deinem neuen Leben zu tun. Und mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinem Bruder, Schwester, du weißt. Hier haben wir die Glaubenssätze, die ganz plötzlich aufpoppen. Und die dann aber hier schon in Verlust gehen. Das lag hier. Aber mit Schuld. Na, vielleicht kommt es ja noch. Hier kommen die großen Gefühle und eigentlich auch die Wahrheit deiner Gefühle. Denn hier kommt etwas, was dir eine Last nimmt. Jetzt warte mal, ich schaue jetzt erstmal, was hier noch liegt. Wir haben hier weniger. Ich muss das ein bisschen aufnehmen, sonst wird mir das lang hier. Weniger Dankbarkeit. Du hast weniger Dankbarkeit, weil die manipuliert. Das ist so eine, ich muss ja jetzt Danke sagen. Das ist dieses Danke, was Kinder lernen, die einfach Danke sagen, weil sie es gelernt haben, nicht weil sie es so meinen. Das ist so diese manipulierte Dankbarkeit. Ich muss jetzt meine Tante umarmen, weil, ob ich die mag oder nicht, weil es sich so gehört. Das ist sowas Manipuliertes. Und das wird bei dir weniger, weil du hier die Wahrheit erkennst. Und das finde ich schon mal richtig schön. Plötzlich kommt die Öffentlichkeit und die Benachteiligung, die vorher da lag. Die Mutlosigkeit in dein Gefühl und du zweifelst. Durch das, dass die Wahrheit kommt, erkennst du einiges. Und das Erkennen, ich hoffe, dass die Karte nicht kommt, die lag nämlich letztes Mal, also bei der ersten Legung hier genau neben dir, das für dich eine große Rolle spielt und du erkennst hier wirklich etwas. Jetzt lassen wir mal weiterlegen, weil ich das kombiniere, sonst kennst du ja du gar nicht mehr aus hier. Schöne Dinge erleben, Manipulation der Vergangenheit, die jetzt aufhören darf, hoffentlich darüber. Manifestation legst du selber drauf von einem Objekt, das lag hier. Hobby, unbekannt lag hier. Bewegung lag hier, Kummer, Schmerz, lag nicht Kummer, Schmerz, sondern Streit und Kampf und der lag da. Und die Gesundheit und hier drauf liegt die Lösung und die lag da. Das ist jetzt, wie viel da wirklich immer wieder drin ist. Also wir haben das ja schon mal getestet und es ist wirklich so. Es kommt eigentlich immer das Gleiche raus, bloß anders erzählt.
Und das finde ich richtig toll. So, die Lösung liegt auf dir, die vorher da lag. Das heißt, du hast in diesem Monat für alles eine Lösung. Und bei der ersten Legung lag hier das Erkennen. Und hier liegt die Wahrheit. Hier erkennst du die Wahrheit. Hier fängt etwas an zu fließen. Durch ein Wissen erlangen. Und ich möchte das jetzt sagen, obwohl das jetzt hier nicht liegt. In der ersten Legung lag hier ein Vertrag, unveränderbar, der hier alles in Bewegung bringt. Und hier hast du Wissen erlangen über lange Zeit ein neues Leben. Und es könnte jetzt sein, und das sage ich jetzt einfach mal so, dass das durch einen Art, durch einen Vertrag, den du schließt oder der dein Leben beeinflusst sein könnte. Und das sage ich jetzt, weil ich es weiß von der ersten Legung. Weil hier ist ja auch ein neues Leben und für lange Zeit verändert sich was jetzt, aber ins Positive und eben vorher war der Grund der Vertrag. Darum sage ich es jetzt einfach mal, vollkommen egal. So, hier kommen Glaubenssätze, die du sofort verabschieden darfst, weil du die Wahrheit erkennst. Hier kommen unwahrscheinlich viele Gefühle in dein Leben, die auch fließen lassen, die dein Leben fließen lassen, die dich relaxen lassen. Und durch dieses Aufmachen deiner Gefühle erkennst du auf einmal die Wahrheit. Und darum kommen auch hier diese Mutlosigkeit und Zweifel in deinem Leben. Weil du sehr viel übertüncht hast, da du Gefühle aufmachst, weil sich etwas verändert, fängst du an, dran zu zweifeln. Und dieser Zweifel führt eben dazu, dass es auch ins Verlust gehen darf. Also du arbeitest es gleich aus und das ist diese Lösung. Du erkennst die Wahrheit und wenn du die Wahrheit erkennst, kannst du alles viel leichter auflösen, was nicht mehr stimmt, weil du einen Schritt übersprungen hast. Du hast praktisch nicht erst, ich werde belogen, erkannt und hast diesen Kummer und Schmerz, die diese Lüge mit sich bringt. Bei dir ist es, du erkennst die Wahrheit und dadurch kannst du das loslassen. Das ist wie so ein Film, wo du pausest, weißt, es ist ein Happy End an. Es ist ein Happy End da, aber du vorher musst den Kummer und Schmerz sehen, aber das Happy End ist da. Das ist so ähnlich. So kannst du es dir ungefähr vorstellen. Bei dir ist du überspringst oder vertauscht die Rollen. Du erkennst erst die Wahrheit und daraufhin erkennst du auch diesen Kummer, diese Mutlosigkeit und diesen Zweifel, der dir immer im Weg gestanden ist. Und dadurch, dass du jetzt schon eine Wahrheit hast und nicht auf eine Wahrheit warten musst, löst sich das ganz schnell. Also du verkehrst das. Es ist lustig, erst die Wahrheit zu erkennen und dann daraufhin seine eigenen Blödsinn hier zu erkennen. Ist schön. Aber, und das macht es auch leichter. Und du siehst ja hier, die böse Karte Kummer Schmerz bringt hier diese Bewegung rein, aber geht sofort in die Gesundheit, die geht sofort in die Vergangenheit, weil du dich hier sofort auflöst, weil erst der Fluss der Wahrheit kommt. Durch das Wahrheit erkennen kommen kurzzeitig Sorgen, aber wirklich bloß kurzzeitig, die werden ja da schon wieder weniger, verstehst? Es wird hier alles ein langes, schönes, neues Leben, das du dir gewünscht hast, in Gesundheit und Liebe, und bei dir ist es eben kein Kummer und Schmerz, weil du es eben andersrum machst, okay, es ist ganz logisch. Die Zweifel, du wusstest diese Zweifel nicht, das kommt eben alles durch Erkennen der Wahrheit. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Hier kommt ein Fluss der Gefühle, der dir die Wahrheit erkennen lässt. Und dadurch erkennst du, dass du immer mutlos warst, dass du dich benachteiligt gefühlt hast, aber nie daran gezweifelt hast, dass es so ist. Das war dir unbekannt. Und das ist wie so, mir fällt das Ei jetzt runter, das ist kaputt. Es ist kaputt, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Dann wischt es auf und weg ist. Und genauso ist das. Es ist nicht so vorher die Kummer und Sorgen, dass du das Ei irgendwo balanciert und halb runterfällt und um Gottes Willen und überhaupt. Nein, das ist alles weg. Das Ei ist schon runtergefallen. Und da merkst du es erst. Dann kannst du es bloß noch wegschmeißen. So, ich finde das richtig, richtig gut. Und darum geht dieser Kummer und Schmerz, aus dem du lernst, automatisch sofort in die Vergangenheit. Und
Ja, das Lernen, du lernst rückwärts. Du lernst diesmal einfach rückwärts, ohne dass du da viel Kummer machst. Also ich finde das richtig, ich finde es eigentlich genial. So einfach war es in der ersten Legung nicht. Auch ähnlich, aber nicht so einfach. Also das ist hier noch einfacher. Schön, gefällt mir. Genau, und dieser Verlust kommt eben auch ganz plötzlich, weil einfach die Wahrheit hier, die kommt, die steht hier plötzlich da. Auf einmal ploppt die Wahrheit aus durch irgendeinen aktiven Fluss von Glück, von Geld, von Liebe, von keine Ahnung was, ploppt hier die Wahrheit raus. Du lernst aus diesem Schmerz, den du eigentlich gar nicht wahrgenommen hast, jetzt im Nachhinein wahrnimmst und kannst ihn dann schon wieder verabschieden. Also es ist schön, gefällt mir wirklich gut. Und das ist auch deine große Lösung, weil du musst hier nicht in die riesengroße Aufarbeitung rein. Natürlich kommst du auch, weil du erkennst ja, wie viel Blödsinn du hier gemacht hast, gedacht hast, gelebt hast, indem du, dass du nicht dein Leben gelebt hast oder viel verdrängt hast. Das wirst du natürlich im Nachhinein aufarbeiten müssen, aber es wird nicht mehr wehtun. Also es wird nicht mehr, ja, das Ei ist kaputt, ja, kauf mal ein neues Ei, Ende. So sein. Und darum lernst du. Du lernst aus diesem Kummer und Schmerz, den du aber nicht mehr fühlst. Das Ei ist kaputt. Du hast jetzt eine neue Wahrheit und das ist richtig schön und die jetzt beginnt. Ja, richtig schön. Gut. Deine Arbeit, da kommt richtig Liebe, Gefühl mit rein. Die einen arbeiten wirklich in der Gesundheit, die anderen nicht. Wenn du wirklich in der Gesundheit arbeitest, hast du wahrscheinlich viel mit Schmerzpatienten zu tun, mit Leid zu tun. Ja gut, in Gesundheit hat man, wenn man da arbeitet, meistens mit Leid zu tun. Ja. Aber hier ist auch eine Manipulation in der Arbeit, das wird sich absolut verändern. Die Manipulation in der Arbeit wird aufhören. Der Kummer in der Arbeit wird sich auch bewegen. Das wird eben, wie soll ich sagen, schöner. Schöner, wie die Vergangenheit war. Arbeitest du nicht in der Gesundheit, wird auch deine Arbeit gesund. Da kommt mehr Gefühl rein, mehr Liebe rein. Auch irgendwie ein neues Leben, ein neues Denken. Also das ist richtig schön. Gesundheit in der Arbeit ist immer schön. Kummer und Schmerz liegt im Geld, der aber auch hier schon wieder in der Vergangenheit ist. Hier kommt Bewegung draus herein, weil du etwas lernst. Und hier ist der aktive Geldfluss, der mit Glück hier kommt und ins Heim und heimkommt und hier ein Objekt bringt, was auch immer es sein mag. Also, sobald du daraus gelernt hast, und das tust du recht schnell, kommt hier Bewegung rein, die du noch nicht weißt, aber es wird richtig schön. Deine große Familie, da hängt ein Objekt dran, was mit deinem Heim zu tun hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo aber auch jetzt, wo du dich vernachlässigt gefühlt hast. Das hat also viel mit deiner Familie hier zu tun, mit deiner großen Familie, dass du dich hier benachlässigt gefühlt hast, mutlos warst, immer wieder mal im Zweifel warst, hat mit irgendeinem Objekt in der Familie zu tun, kann ein Haus sein, muss nicht. Und das geht jetzt auch raus, denn du selber liegst auf deiner Manifestation. Das heißt, deine Wünsche werden auf einmal wahr praktisch. Hat deine Wünsche mit in Sachen Objekt, was auch immer es ist. Das wirst du ganz alleine wissen. Dein Partner liegt hier in der Vergangenheit. Dein Partner liegt in der Vergangenheit. Keine Ahnung. Sagen wir mal so, es kann wirklich sein, bei einem oder anderen ist der Partner Vergangenheit, ist er einfach nicht mehr da. Bei einem anderen heißt es, der Partner oder mit dem Partner verknüpft war Kummer und Schmerz und Manipulation, was in eigentlich jeder Beziehung mehr oder weniger vorhanden ist. Das heilt jetzt. Und man kann wieder lernen, schöne Dinge zu erleben. Lass mal das mal so stehen. In der Liebe liegt Muslosigkeit, die du aber nur kurzzeitig hast. Denn dein ganzer Dezember ist Liebe. Und du löst das ja hier auf. Sobald, also hier kommt plötzlich irgendetwas, sobald die Wahrheit da ist, löst du das auf. Kann sein, dass du Anfang Dezember hier noch mutlos bist, wegen irgendetwas, was du liebst, oder weiß der Teufel. Aber du zweifelst jetzt schon dran, also unbewusst weißt du das schon. Und sobald es da ist, wirst du es lernen. Und dann ist es weg. Also das ist wirklich nur kurzzeitig. Das hier.
weil hier die Wahrheit zu stark ist. Verstehst? Also die Wahrheit, wenn kommt, verabschiedest und geht das, der ganze Blödsinn hier im Verlust. Also kann das nicht lange sein. Hast du keinen Partner, dann wart das ab hier. Also wenn du keinen Partner hast, dann liegt dein Partner schon mal in der Vergangenheit. So geht's schon mal los. Also irgendein Mensch aus der Vergangenheit, den kann aber auch entfernte Vergangenheit sein oder der Freund des Freundes, den du einmal auf irgendeiner Party gesehen hast. Also du musst du nicht unbedingt wirklich gut kennen, aber dann würde der Partner in der Vergangenheit liegen. Ich würde aber das hier abwarten, bis du hier diese Wahrheit erkennst, weil die wahnsinnig viel aufräumt und du dann freier sein kannst in deiner Entscheidung, die du jetzt einfach noch nicht wirklich weißt, weil da hier tut sich was. Aber das wirst du sehen. Dann haben wir ja Tiere machen Arbeit. Du lässt dich von Tieren manipulieren, heißt hier. Du liebst aber deine Tiere. Vielleicht hast du auch deine Tiere aus Dankbarkeit oder Fürsorge für jemand anders. Das kann hier auch in einem Tierheim arbeiten sein oder mit Tiere arbeiten. Kann auch sein, ja, öffentliche Hausarbeiten. Ja, hängt auch wieder, kann auch Gesundheit der Tiere sein, Tierarztpraxis oder. Du musst mit deinem Tier in eine Praxis fahren oder. Also in der Tier liegt die Arbeit, was eben Arbeit mit Tieren oder um die Tiere oder dass du, was weiß ich, Pferde hast oder Kühe hast, keine Ahnung, die halt viel Arbeit machen. Da drin liegt aber, es liegt auch drin, dass du es eigentlich gern magst. Das ist richtig schön. Solltest du kein Tier haben, solltest du eben wissen, dass ein Tier Arbeit macht und vor allem in dem Fall solltest du schauen, dass es ins Heim passt, weil das Tier wirst du lange Zeit haben, dass es auch wirklich reinpasst. So. Deine kleine Familie heißt, du kannst in deiner kleinen Familie durch dieses Wissen, was kommt, wirklich relaxen, Urlaub machen, dich erholen und das für lange Zeit. Es könnte für den einen oder anderen, der geht jetzt in die Rente zum Beispiel, der hat jetzt richtig Zeit. Er macht sich zwar Sorgen, wie es weitergeht, weil er das noch nicht so genau weiß, aber auch da kommt die Wahrheit, die hier die ganzen Blödsinn hier wegnimmt. Sowas. Es kann aber auch sein, dass du einfach kürzer trittst oder dir ein schönes Heim machst oder. Das wirst du sehen. Vielleicht fährst du auch wirklich in Urlaub. Kann auch sein. Wohnwagenurlaub wäre so ein Heimurlaub. Also, oder Wochenendhaus. Das ist auch sowas. Das könnte jetzt auch sein. Das wirst aber du selber wissen. So, genau. Jetzt schauen wir mal dein Vater, genau. Dein Vater liegt in Klarheit, in auch in diesen Neuanfang. Also, hast du einen Vater, eine Mutter, einen Bruder, eine Schwester? Oder, du weißt, was ich meine? Liegt auch hier ein Neuanfang da im Bezug auf Arbeit? Und wenn jetzt du sagst, ah, mein Vater ist aber jetzt schon im Altersheim, also der arbeitet nicht mehr, dann ist auch eine Arbeit daheim, kann in dem Fall, zum Beispiel wenn er jetzt im Altersheim wäre, dann könnte sein, dass die, ich weiß nicht, jeden Nachmittag irgendein Spiele-Dingsbums haben, weiß ich von meiner Mama, die haben das immer gehabt, und dass der da irgendetwas übernimmt, er übernimmt die Leitung oder schaut, dass immer alles dasteht oder keine Ahnung, das wäre dann im weitesten Sinne seine Arbeit. Ist egal, was es ist, das würde ihn irgendwie ein neues Leben, eine neue Erfüllung geben, denn er wäre dankbar darüber. Er würde da schöne Dinge erleiden. Also ist egal, wie alt dein Vater, Mutter, Bruder, Schwester ist. Hier liegt eine neue Arbeit und wenn er zu alt ist, dann eine Aufgabe, die jetzt seine Arbeit ist im weitesten Sinne, die sein Leben irgendwie jetzt neu macht. Ist egal, wie alt er ist und selbst wenn er 90 ist und keine Ahnung, Kindern was vorliest, zweimal in der Woche. Zum Beispiel, wäre das jetzt seine neue Arbeit, die ihm jetzt wirklich Auftrieb gibt. Also ist egal, was das ist, ist natürlich auch ein bisschen Manipulation dabei. Also man schiebt ihn praktisch ein bisschen hin, man nimmt ihn seine Zweifel, sagt, du kannst das schon und so, verstehst du, man manipuliert ihn zwar ein bisschen hin, aber in dem Fall muss ich sagen, ist das gut so, denn das wäre wirklich schön für ihn, denn er würde seine Kummer und Schmerzen dadurch wirklich auch ein Stück weit mehr gesund werden lassen. Also, Mutter, Vater, weißt du, was ich meine. Sollte es nicht dein Vater sein, dann machen wir das nachher, weil das zum Spirituellen gehört. Genau, weil ansonsten ist es
eine Person, die vaterhaft in deinem Leben steht. Das kann aber auch der jüngere Bruder sein, der einfach auf dich aufpasst wie ein Vater oder so. Also, aber da gilt das Gleiche. Wenn er noch arbeitet, dann verändert sich auch. Dann kann es sein, dass er mehr zu Hause arbeitet. Aber auf jeden Fall hat das jetzt auch mit dir was zu tun. Es ist auch für dich. Ja, du machst dir da Sorgen drüber, aber eigentlich ist es auch für dich eine Erleichterung. Auch für dich ein neues Leben. Es könnte auch sein, dass dein Vater wieder heimkommt oder jetzt zu dir zieht. Auch das ist möglich, wo du dir da wirklich ein bisschen Sorgen machst und da rummanipulierst, dass der Papa da so oder die Mama oder so auch so funktioniert, wie du meinst. Ich glaube, du musst dir da keine Sorgen machen, wenn du ihn oder sie wirklich als Erwachsenen siehst, nicht als Last oder so, weil ich weiß das für meine Mama, die war 84 und meine Brüder haben die immer behandelt wie eine alte Frau. Meine Mama war aber geistig fit und ich habe meine Mama immer als Mama gesehen, nie als alte Frau und habe immer mich dagegen und ich habe ihr sie nach Meinungen gefragt und sie auch nach Entscheidungen gefragt für ihr Leben. Ich habe das nicht über sie drüber gestülpt, was man bei alten Leuten gern macht. Und wenn du das nicht tust, wenn du dein Vater, deine Mutter quatscht zu lang. Also wenn du denen ein bisschen die Freiheit wieder lässt, erwachsen zu sein und zu bleiben, wenn sie es können, logisch, wird das richtig schön hier. Also musst du dir wirklich keine Sorgen machen, wenn es so wäre. So, genau, Arbeit haben wir, Vater haben wir. So, schauen wir mal, was hier noch liegt. Hier liegt noch deine Manifestation, auf die gehen wir nachher ein. Dein Hobby haben wir hier noch. Ja, na, ich glaube mal, was immer dein Hobby war, das hat dir in letzter Zeit auch nicht mehr so gefallen, aber auch da kommt Bewegung rein, denn auch da lernst du was. Also durch diese Wahrheit, die hier wirklich so ganz präsent aufploppt, kommen zwar erstmal Sorgen, aber dafür können auch alle anderen verschwinden und das finde ich richtig gut. Ist es zwar nicht ganz so einfach, wie ich erzählt habe, wird ein bisschen nachhängen, aber es ist überhaupt ohne Kummer und Schmerz. Der geht sofort in die Vergangenheit, das finde ich richtig schön. Gehen wir gleich mal ins Spirituelle. Und zwar hast du keine, es ist beim Spirituellen der Vater nicht der Vater, sondern deine Quelle, sage ich jetzt mal, da, wo du dir Rat und Tat holst, da, wo du dich hinwendest. Ja, ich sag's mal so, ist für jeden das Gleiche. Da beginnt jetzt auch etwas Neues. Und so wie ich es für deinen Vater, Mutter im Leben erzählt habe, kommt hier eine Präsenz, eine Energie in dein Leben, die dir wirklich Halt gibt. Und die kommt von deiner Quelle, wo auch immer deine Quelle ist und wie auch immer du die nennst, ist vollkommen wurscht. Ich will nicht sagen, sie drängt sich dir auf, aber sie ist plötzlich stärker da wie sonst und du wirst dran arbeiten, an deinem Heim, und das bist eben du ganz alleine, für lange Zeit wirst du, also eigentlich für immer, du wirst jetzt eine innere Sicherheit erlangen durch diese neue oder verstärkte Energie. Die Energie hat das schon immer, aber die wird verstärkt. So. Und durch, wenn sich so eine Energie in dir verstärkt, wirst du automatisch selbstsicherer und automatisch, ich kann das. Und dann wird auch diese Manipulation viel weniger. Weil hier liegt nämlich auch, dass du immer, wie soll ich sagen, dankbar sein musstest, obwohl du es tun musst. Also dir ist immer kein anderer Weg geblieben. Und mit deiner Dankbarkeit hast du gerne auch manipuliert. Oder mit der, ach, ich bin ja so alt, oder ich habe ja nichts, oder keine Ahnung. Also du hast gern manipuliert. Und durch deine eigene Selbstsicherheit musst du das jetzt nicht mehr. Weil du dir selber mehr zutraust. Also diese Manipulation, so rum oder so rum, es kann ja auch sein, dass es andersrum ist, wird jetzt auch weniger. Aber durch deine neuen Energien, die ganzen Zweifel und Mutlosigkeit, die du in dir hattest, wenn du spirituell warst und keine Ahnung, und sagst, ja, also ich bin ein geistiges Wesen und es passiert alles so, wie ich will und ich kann das und so, kamen immer wieder Zweifel, Ängste, Mutlosigkeit. Und hier kommt auf einmal deine Wahrheit.
geflossen mit dem Vater und dadurch kannst du das alles verabschieden. Das ist eine riesentolle Energie für dich, wo du auch spirituell wirklich alle Zweifel, Mutlosigkeit, die immer wieder kam, verabschieden kannst. Und du wirst auch erkennen, dass das, was du machst, spirituell ist, spirituell mehr ist als ein Hobby. Da hast du immer dran gezweifelt, da hast du gar nicht hingeschaut wollen, da kommt richtig Bewegung rein in deinen spirituellen Tun und es wird mehr als ein Hobby. Du wirst da wirklich Wissen erlangen und dieses Wissen im Spirituellen, diese Wahrheit, die hier wirklich zu dir reinfließt, wird in dein Leben viel in Bewegung bringen. Manifestation liegt direkt auf dich, das heißt also, du hast in gewisser Weise schon manifestiert, bewusst. Ja, das weiß ich ja nicht, aber zumindest manifestiert und da liegst du drauf, das heißt, du wirst die Früchte jetzt ernten und das liegt eben auch, darum kommt jetzt auch diese Wahrheit, weil du aufgemacht hast, weil du aufmachst, weil du es auf irgendeine Art und Weise wolltest, was auch immer du dir manifestieren wolltest, wird auch kommen. Weil du das hier verlierst, aber erst nachdem du diese Wahrheit erfahren hast. Also diese Wahrheit ist bei dir, wie vorher die Erfüllung, die ja da lag, die Erkennen, das da lag, das A und O, die Wahrheit kommt, die kommt auf dich geflossen und dadurch lernst du unwahrscheinlich viel und kannst mit deiner ganzen Vergangenheit und auch mit deinen ganzen Gefühlen viel besser umgehen. Ich glaube, das ist die bessere Variante, wenn ich es so sage. Genau. Diese Sorgen durch die Wahrheit. Du siehst es selber, die werden hier schon weniger, sie können die nicht halten. Du bist da viel zu relaxed, wenn du die Wahrheit erfährst und das ist nur kurzzeitig. Also die Zweifel werden dir dann auch unbekannt. Also spirituell, wenn du da arbeitest, ist das auch sehr, sehr in sich gehend, sehr stark und bringt viel in Bewegung. Und was ich hier schön finde spirituell, du merkst, dass das, was du tust, was auch immer du machst, mehr ist als ein Hobby, dir mehr bringt und einfach mehr ist. Und du kriegst auch spirituell viel mehr Selbstvertrauen, viel mehr Ständig in dir selber. Und das alles durch diese Wahrheit und durch diesen großen Energiefluss, der hier wirklich auf dich zukommt, der dann wirklich alles der Vergangenheit dich erkennen lässt. Aber du hast die neue Wahrheit schon angenommen. Das heißt, du hast das neue Glück, was hier reinfließt, die neuen Gefühle schon angenommen und verabschiedest die alten, die du dadurch erkennst. Aber da du das neue Glück ja schon spürst, fühlst du das nicht mehr so in dem Maße. Also es ist einfach. Es ist wirklich einfach. Und darum darf sich der Kummer und Schmerz eben auch verabschieden. Der eben, dadurch lernst du das und das, der ist da, das Eis zerbrochen, schmeißen wir weg, braucht man nicht mehr. Und hier kommt auch im Heim das Fluss rein. Also, sehr schön, so ähnlich wie die erste war, dass sich hier wirklich was tut, hier wirklich was in Bewegung kommt für dich und vor allem, dass du wirklich runterfahren kannst und deine Sorgen loslassen kannst, die brauchst nicht mehr, was auch immer sich hier tut. In diesem Sinne, einen wunderschönen Dezember. Habe die Ehre, mein lieber Fisch. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest.
Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.